Zukunftsgeschichten. MINT Zukunft studieren. Die Podcast-Reihe der TH Wildau mit persönlichen Erfahrungsberichten von und mit Interviewpartnerinnen unserer Hochschule. Herzlich willkommen zu Zukunftsgeschichten. Mein Name ist Larissa. Ich habe in der aktuellen Folge Janine Bressler zu ihrem Werdegang befragt. Sie ist im Bereich Telematik tätig und hat auch hier an der Hochschule studiert. Aber am besten stellt sie sich kurz selbst vor. Kurz vorgestellt. Ja, mein Name ist Janine Bressler. Ich bin 39 Jahre alt und bin im Bereich INW aktiv. Hier an der TH Wildau. Ich bin Studiengangskoordinatorin im Studiengang Telematik. Habe den auch studiert, also habe da meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Hatte die Möglichkeit, dort zu bleiben und bin jetzt mittlerweile Studiengangskoordinatorin und Dozentin. Also habe so ein bisschen die Perspektive getauscht. Und nebenbei bin ich auch Dozentin oder als Dozentin in der Bibliotheksinformatik aktiv. Und ja, was mir in meinem Beruf besonders gefällt, wenn ich das mal so komprimieren müsste auf eine Sache, also es sind viele Sachen, die mir gefallen, wenn ich das auf eine Sache komprimieren müsste, ist es sicherlich die Arbeit mit den Studierenden. Ja, und wenn man merkt am Ende des Semesters, dass das, was man den Studierenden jede Woche erzählt hat, dass das gefruchtet hat, das ist sicherlich so das Schönste an meiner Arbeit. Ja, Hobbys habe ich auch eine ganze Menge. Mach viel Sport. Das ist für mich wichtig als Ausgleich einfach zur Arbeit. Fahrradfahren ist da ein ganz großes Hobby von mir. Und sicherlich Zeit mit der Familie verbringen, also mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und wenn es irgendwie die Zeit zulässt, dann verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie. In der Telematik ist Robotik ein sehr großes Thema. Ich wollte wissen, ob sie da einen Liebling hat. Es stellte sich heraus, dass es sogar zwei sind. Sogenannte Nao-Roboter, mit denen sie damals mit ihrer Seminargruppe als Erste arbeiten durfte. Zusätzlich neben diesem Pioniergeist, den wir da alle entwickelt haben, war auch die Möglichkeit, diesen Robotern Namen zu vergeben. Und ja, ich habe zwei Namen vergeben, und zwar die Namen meiner Kinder. Also wir haben jetzt zwei Nao-Roboter. Der eine Nao-Roboter heißt Amelie, der zweite heißt Julian. Und genau, das sind natürlich die beiden Roboter, die ich, wenn es brennen sollte, in der Telematik als Erstes retten würde. Die Zukunftsgeschichte. Janine hat nach ihrem Abitur und ihrer Ausbildung zur Fachinformatikerin angefangen, Telematik zu studieren. Hier an der TH Wildau. Das war für mich im Nachhinein betrachtet die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es war nicht einfach, ne? Also es war so ein Studium ist schon nochmal ein bisschen was anderes als eine Ausbildung. Aber ich bin unglaublich glücklich, dass ich diesen schwierigen Weg letztendlich, also für mich war er auch schwierig, aber dass ich ihn gegangen bin und erfolgreich abgeschlossen habe. Das war tatsächlich meine beste berufliche Entscheidung, die ich getroffen habe. Herausfordernd war es für Janine, da sie im dritten Bachelorsemester schwanger wurde und ihr zweites Kind zu erwarten hatte. Sie musste damals ein Urlaubssemester einlegen. Ihr Studiengangskoordinator half ihr aber beim Wiedereinstieg. Genau, da war mein Studiengangskoordinator mein erster Ansprechpartner. Und der hat dann für mich persönlich auf mich zugeschnitten, überlegt, wie wir das gebacken bekommen. Ja, und hatte sich dann was Schönes überlegt, sodass ich quasi meine Tochter hier gleich bei den Campus-Zwergen, so hießen sie damals, 50 Meter von meinem Vorlesungsraum entfernt unterbringen konnte und ja, in Ruhe studieren konnte. Und immer wenn Bedarf war, war ich quasi in nicht mal 5 Minuten vor Ort und konnte bei meiner Tochter sein. Ja, und auch dieses Pensum, da hat er dafür gesorgt, dass ich das ein bisschen strecken kann, sodass ich ja nicht 40 Stunden, also nicht ein Vollzeitstudium in den ersten Semester, in dem ich wieder eingestiegen bin, habe, sondern dass das ein bisschen aufgelockert ist. Und das hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen, so im Nachhinein. Und ja, da bin ich ihm immer noch sehr dankbar dafür.
stellt sich die Frage, ob die Informatik immer an erster Stelle bei Janine stand. Als Kind wollte sie noch Kieferorthopädin werden. Durch den Wahlpflichtkurs Informatik in der 9. 10. Klasse wurde aber alles anders. Und ab dem Zeitpunkt war ich quasi gefesselt davon und wusste, dass das eigentlich was ist, was ich später auch machen möchte. Genau, im Bereich Naturwissenschaften hat mich neben der Informatik auch immer die Mathematik sehr interessiert. Also es war natürlich ein bisschen abhängig von der Lehrerin oder dem Lehrer damals zur Schulzeit. Aber da habe ich auch recht schnell gemerkt, dass es, wenn der Stoff gut vermittelt wird, wirklich was mir sehr viel Spaß macht. Ja, wo ich dann auch gerne ein bisschen mehr Zeit als nötig investiert habe. Zurück nochmal zum Studium. Janine wurde nach ihrer Babypause in ihrer neuen Seminargruppe sehr herzlich aufgenommen. Nette Kommilitonen, mit denen sie bis heute noch Kontakt hält. Sie war dort damals die einzige Frau. Sie hat sich besonders gefühlt, wie sie mir erzählt hat. Das, was uns die Professorinnen und Professoren aber auch gespiegelt haben, ist, dass es oft wirklich besser ist, eine gute Mischung zu haben. Ja, also eine gute Mischung zwischen männlichen und weiblichen Studierenden, weil letztendlich manche Gedankengänge unterschiedlich sind. Ja, das ist dann manchmal halt einfach so. Und wenn man beide Gedankengänge hat oder eine gute Mischung aus verschiedenen Gedankengängen, dann kommt am Ende womöglich eine sehr gute oder eine bessere Lösung heraus. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch mitbekomme als Dozentin, dass da so eine gesunde Mischung aus weiblichen und männlichen Studierenden am Ende zum besten Ergebnis führt. Die Mischung macht's also laut Janine. Genauso divers und familiär geht es heute auch im Studiengang Telematik zu. Janine lobt hier gern ihren Studiengang. Und auch zur TH Wildau als Arbeitgeber hat sie eine Meinung. Die TH Wildau selber, da ist es für mich sehr wichtig, dass sie familienfreundlich ist. Und das ist sie. Ja, sonst hätte ich nicht als Mutter von zwei Kindern hier erfolgreich studieren können. Natürlich ist die Lage toll. Ja, also wir haben hier die S-Bahn vor der Tür, wir haben einen super schönen Campus. Sobald hier die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ja, blüht der Campus auf. Man verbringt die Zeit hier sehr gerne. Und genau, tatsächlich ist es für mich auch wichtig oder war es für mich wichtig oder ist es immer noch wichtig, dass wir sehr praktisch veranlagt sind als Hochschule, also dass wir viel in Projekten mit anderen Institutionen, mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, Netzwerken, Informationen austauschen, tolle Projekte machen. Das hat für mich tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert und das macht es auch immer interessant. Ne? Also kein Tag ist wie der andere, sage ich immer, und so ist es halt wirklich. Ihre Masterarbeit hat Janine zu künstlicher Intelligenz und Robotik, im Speziellen zu neuronalen Netzen, geschrieben. Es ging darum, zu versuchen, diese Netze auf Gewohnheiten und Verhalten von Menschen zu trainieren, um anschließend besser Abweichungen zu erkennen. Um so zum Beispiel Warnsysteme bzw. Smart-Home-Lösungen für ältere Menschen zu erschaffen. Wenn diese von ihrem Rhythmus abweichen, es ihnen also gegebenenfalls schlecht geht, soll das erkannt werden, um schnell Hilfe rufen zu können. Gleichzeitig hat Janine aber mir gegenüber nochmal betont, dass KI mehr der Spezialist als der Generalist ist. Die KI uns also als Menschen nicht überflüssig machen wird. Wir aber als Menschen von ihr profitieren können. Also da gibt's ein ganz nettes Projekt, das läuft schon ein Weilchen, wo quasi die KI anhand von Röntgenbildern und Bildverarbeitung erkennt, ob die Person, die da zu sehen ist, an Krebs erkrankt ist. Ja. Da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge möglich. Ja, also dass da auch Krebserkrankungen erkannt werden, die vielleicht der eine oder andere Arzt oder Ärztin nicht erkannt hätte. Im Bereich Natural Language Processing, ja, also das, was wir von Alexa und Co. kennen, wird es, denke ich, auch noch Weiterentwicklung geben, einfach weil das ein Thema ist, woran gerade ganz viele forschen. Sie betont dabei aber auch zu schauen, mit den Daten wirklich sparsam umzugehen. Darauf muss auch in Zukunft ein großes Augenmerk gelegt werden.
Viel hat Janine schon erreicht. Trotzdem gibt es noch berufliche Wünsche. Zusammen mit ihrer Studiengangssprecherin hatte sie da eine Idee. Genau, eine Sache, die unsere Studiengangskoordinatorin Frau Monke und ich und auch noch ein paar andere Professoren immer wieder gerne verfolgen und das flammt immer wieder auf, ist, dass wir die Frauen in der Telematik stärken möchten. Also es gab schon mal so Ansätze, wo wir quasi wie so ein Verbund der Frauen in der Telematik gegründet haben. Das ist jetzt in Corona-Zeiten einfach ein bisschen eingeschlafen, ne? Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht wieder aufgenommen werden kann. Also das ist noch so ein Lieblingsprojekt, was wir ein bisschen verfolgen bei uns in der Telematik. Vielen Dank, Janine, für diesen kurzen Einblick in deinen Werdegang. Gern stellen wir euch auch noch weitere Zukunftsgeschichten vor. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Zukunftsgeschichten.